Machst du das mit dem Schnibbeln? Wie geht das? Hast ja, du dann so ein normales, sowas schneiden, normales Brett ja, irgendwie? Ja, ich habe da sogar ein spezielles Brett, weil ich kann ja manche Sachen nicht so halten. Ja, da hole ich mir jetzt mal mein Brett. Und das ist manchmal etwas... Und das klebt da fest, oder? Ja, natürlich. Okay. Weil ich kann nicht beides. Ne? Und deshalb sind hier unten richtige Saugnapfen. Hier oben ist so ein Spieß und so ein paar Nüppelchen, die, wo ich dann eben Sachen dran nähen kann, wenn ich was schneiden muss. Weil ich kann nur mit einer Hand schneiden. Ich kann nicht schneiden und festhalten. So. Das heißt, wir haben da hinten Kartoffeln. Ich geh mal da hinten hin einfach. Ja, genau. Schäl mal die Kartoffeln, die brauchen wir fürs Püree nachher, dann kannst du mal eine schneiden. Ja, ja, genau, schälen. Das geht bei mir auch schlecht. Ne? Geht auch schlecht, ja. Also was kochst du dann zu Hause, wenn du alleine bist? Eigentlich habe ich dann Hilfe. Ich organisiere mein Leben so, dass ich also, wenn ich kochen möchte oder ich habe auch mal Gäste, dass dann... ich entweder Freunde frage, die mir helfen, die dann schon frühzeitig kommen und dass ich also schon eingekauft habe. Oder sogar meine Mutter, ne? Die wohnt ja neben mir und die kann fantastisch kochen. Hm? Das ist natürlich dann noch besser. Aber dann organisiere ich. Also mein Leben ist immer in Organisation und Planung. Mhm. Du bist jetzt seit wann im Bayerischen Hof? Ich bin jetzt seit 4 Jahren und bin jetzt im 5. Jahr im Bayerischen Hof. Und gerade mal 29. Richtig. Wie bist denn du eigentlich zum Kochen gekommen? Oh, da war, glaube ich, die Oma und die Mutter und vor allem der Opa schuld, weil die mir einen Puppenherd geschenkt haben. Mhm. Was? Also, Puppenherd? Ja, so groß, also so hoch, weiß, uralt schon damals. Der hatte 2 Elektroplatten und einen Backofen. Kenne ich. Und dann war ich mal mit in der Küche, ja, ja. Und habe dann quasi das, was oben in groß gekocht wurde, habe ich unten in klein gemacht. Ja. Nee. Wenn man dann so ganz früh so eine Leidenschaft entwickelt, dann bleibt man vielleicht manchmal auch dabei. Ja, genau. Und dann natürlich einen tollen Lehrchef gehabt, ja, der einem viele Sachen gezeigt hat und Grundsätze schon mitgegeben hat, was wichtig ist. Mhm. Und weil viele sagen ja nach dem Kochen, nach der Lehre, ja, oh, anstrengend, ist zu schwierig und viele Stunden und am Wochenende. Und er hat uns aber eigentlich damals schon vermittelt, wie schön das sein kann. Und wenn man sich das richtig einteilt, die Zeit und auch die Vorteile nutzt von dem, dass man das dann schon auch genießen kann. Ja. Ich glaube, wir helfen der Bianca mal. Wir lassen die da schnippeln. Ja, du so irgendeiner muss auch mal das ist privat. Das sieht aber alles auch ganz toll aus. Aber wir könnten dir auch helfen. Also wir schneiden die Kartoffeln halt klein. Daraus machen wir unser Kartoffel-Petersilienpüree. Da werden wir die Petersilie zupfen. Ja. Und dazu gibt es dann das Kalbsfilet, das wir mit Olivenöl pochieren. Und das machen wir dann mit ein paar frischen Pfifferlingen. Das klingt fantastisch. Leider können die Zuschauer es ja wie immer nicht probieren. Wir haben die gottvolle Möglichkeit, es auszuprobieren. Ich werde ein bisschen Pesto nachher zubereiten mit Spaghetti, was ganz Schnelles. Nee, es muss einfach schmecken. Ja. Ja. Man kann nicht immer daheim stundenlang kochen. Ich muss ja bestimmt noch welche. Oder? Bianca, wenn du nicht gerade zu Hause sitzt und Kartoffeln schneidest, dann machst du was? Ja, ich bin vom Beruf Erzieherin. Ja, ich gehe morgens arbeiten, sprich, also ich habe noch einen Hund und der wird vorher noch ausgeführt. Dann gehe ich in einem Kindergarten, wir haben 150 Kinder, dort bin ich jetzt fast 25 Jahre. Und ja, meine Leidenschaft danach ist ab nach Hause umziehen, schnell noch was essen. Und dann fahre ich zum Pferd, also zu meinen Pferden. Also ich mache ja noch Leistungssport, Dressurreiten, ja, seit meinem knappen 10. Lebensjahr. Und das ist so ein Virus, es hört nicht auf. Ich glaube, ich werde noch im hohen Alter reiten. Dann zwar kein Leistungssport mehr, aber wenn du tagtäglich mit dem Lebewesen Pferd zusammen bist, das kannst du nicht mehr abschütteln. Ne? Klar. Also ich hoffe, dass ich noch fit bleibe, weil... wie du auch weißt und selber auch mit manchen Problemen zu kämpfen hast. Ja. Aber naja, ich bin noch guter Dinge so, ja. Och, das klingt aber nett, ich bin noch guter Dinge. Ja gut, ich habe ja viel erreicht mit der Reiterei. Ja, natürlich, ich habe viel erreicht, aber ich guck mal, ich habe nach Athen direkt ein neues Hüftgelenk gekriegt. Die Hüfte war kaputt durch eben Thalidomid und man weiß nie, wie lange ich noch diesen Leistungssport machen kann. Ich werde im Thema Pferdebereich immer sein. Und sei es, wenn ich später mal als Trainer tätig bin, aber im Pferdebereich immer.
Du bist ja irgendwie auch ziemlich trickreich damals zur Reiterei gekommen. Ja, das darf man eigentlich nicht laut sagen. Nicht also, erzählen. Stellen wir dabei noch mal Kartoffeln, während, ja. während ihr reitet. Solche, ja, mein, ich bin im, ich musste zum Selbsthilfetraining nach Münster, weil ich auch dort operiert worden bin. Weil wir sollten ja trainiert werden, dass wir selbstständig sind. Also mit An- und Ausziehen, solchen Sachen oder Prothesen. Ja, und dann hat man mich gefragt, ob ich reiten möchte. Zumal ich ja auch viele Schwierigkeiten hatte. Ich kann nicht Rollschuh fahren, heute noch nicht Schlittschuh fahren, gar nichts. Also Gleichgewichtsstörung. Ja, und dann bin ich mitgefahren, saß dann auf dem Pferderücken an der Longe, therapeutisches Reiten nannte man das. Und habe dann zu Hause anbekommen, ja, meine Familie Jack gemacht. Meine Eltern wollten es nicht. Und dann habe ich meine Oma darum gebeten, vielmehr sie hat mich unterstützt und die hat dann die Erlaubnis gefälscht, also die Unterschrift meiner Eltern dann. Ja, bleibt ich gehe mal rüber und mach mir mal schon mein Wasser. Kannst du mir mal ruhig noch eine Kartoffel geben, wenn du willst? Da bräuchte ich dann nur deine Pfanne. Hilfe. Für die Spaghetti, oder? Für die Spaghetti. Ja. Und wieso kochst du am liebsten immer Pesto? Weil ich faul bin. Ach so. Das geht schnell und schmeckt gut. Ja, das stimmt. Kommt drauf an, man könnte die Nudeln auch noch selber machen, dann wärst du ein bisschen länger. Das habe ich auch schon mal gemacht, aber das ist so eine Riesensauerei. Mehlwurm. Was ist denn euch mal so richtig misslungen? Gab es irgendwas, was so, also bei beiden jetzt, ich meine, bei Steffi ist das vielleicht eher früher der Fall gewesen. Ja, ist schon eine Weile her, aber das war ein richtiger Hammer. Und hattest du Gäste dabei oder war nee, das war in der Berufsschule. Okay. Und ich war eigentlich in der Berufsschule schon immer, ich möchte nicht sagen ein Streber, aber der sich immer nach vorne gedrängt hat, kann ich schon, mache ich schon, mache ich schon. Aha. Und da haben wir rote Grütze gekocht und rote Grütze bindet man klassisch mit diesem Sago ab, mit diesen Kügelchen, ja. Und ich habe ehrlich gesagt das vorher noch nie gesehen, ja. War dann aber ein bisschen forsch unterwegs und habe die Kügelchen halt mal da reingeschüttet, ja. Und die haben sich irgendwie nicht aufgelöst, weil ich sie vorher nicht eingeweicht hatte, ja. Und dann ist der Topf aber sowas von hoch angebrannt, ich glaube, den musste man wegschmeißen. Oh, also der war oder man hätte einen Spüler des Längeren beschäftigt, aber das hätte sich, glaube ich, nicht mehr gerechnet. Da wäre besser gewesen, er wirft den weg. Bianca, wann war dein erstes Turnier? Mein erstes? Ja. Also, angefangen habe ich ja schon relativ früh im Nichtbehindertensport, im Regelsport. Ne? Durch Freunde, die gesagt haben, nee, da war jetzt also nur... Also mit lauter nichtbehinderten Konkurrenten? Ja, damit habe ich eigentlich angefangen. Ganz normal wie jeder andere. Jugendliche auch in den kleinen Disziplinen und immer mehr höher gekrabbelt. Und dann kam 1991, wurde dann gesagt, ja, die ersten Weltmeisterschaften der behinderten Reiter. Hinten ist keine damals Reiter. Nicht mit eigenem Pferd, das hat ja sehr, sehr lange gedauert, bis 2006, bis 1999 mit eigenem Pferd. Und dann bin ich nach Köln gefahren, das war an meinem Geburtstag, kann ich mich noch ganz genau erinnern, im Februar. Und da habe ich gesagt, okay, ich versuche dran teilzunehmen. Das heißt also, da gab es ein Sichtungsturnier. Und dort hatte ich die Chance gehabt, auf einem fremden Pferd mich zu qualifizieren. Und das war mein erstes großes Turnier. Ja, und dann bin ich dann mit der Mannschaft nach Dänemark gefahren und habe auf einem zugelosten Pferd 3 Goldmedaillen gemacht in der Einzelmannschaft. Und in der Kür. Und das war so der erste große Erfolg, 1991. Und dann ist man natürlich angestochen. Du, dann hörst du nicht mehr auf. Eben, dann hört man nicht mehr auf. Zumal, ich habe ja die Anfänge mitbekommen vom Behindertensport. Wir haben uns selber noch T-Shirts gedruckt, gemalt. Weil wir hatten keine Sponsoren, keiner wusste, dass sowas überhaupt stattfand. Vor allem finde ich es erstaunlich, dass du ja auch normale Turniere, sag ich mal, reitest. Und was sagen denn dann die Kollegen, Kolleginnen, sehen die dich als echte Konkurrenz? Ich hatte schon Erlebnisse im Nichtbehindertensport. Da habe ich einen zweiten Platz gemacht in der Siegerehrung, kam reingeritten. Dann regte sich die Kollegin, die den dritten Platz gemacht hat, auf und sagte dann ganz laut gegenüber den Richtern, ja, die hat ja nur einen zweiten Platz gemacht, weil die Bonuspunkte bekommen hat, wegen ihrer Behinderung. Ja, damit das musst passiert du wahrscheinlich schon. Immer rechnen. Ja, aber ich muss auch sagen, damals hat auch der Richter sehr gut reagiert und hat gesagt, hallo, das Pferd wird bewertet und nicht du, in dem Sinne. Und wenn noch mal sowas geäußert wird, würde er sie dann sperren lassen. Gut. Haben wir das Fleisch jetzt endlich gewürzt? Dann tun wir das jetzt mal scharf anbraten. Zeig mal, während dann endlich mein Induktionstopf mit Wasser da kocht. Ja. Muss ich mal gucken, was ihr jetzt macht. Hast du Vollgas gestellt?
Also Kartoffeln sind schon mal. Wir haben jetzt ja die Kartoffeln geschnitten, haben sie aufgestellt, kochen sie weich, machen nebendran mit Sahne und Butter für das Kartoffelpüree. Das Kalbsfilet habe ich jetzt gebunden, gewürzt, das braten wir an im Olivenöl und legen das dann in den Topf mit Olivenöl, wo wir ein paar Aromaten dazu haben, Salz, Pfeffer, Lorbeer,